Hallo! Im Golden Catch, wir haben hier natürlich bezaubernde, verheulte Kurtisaninnen oder Prostituierten oder Badenixen, wie man sie auch nennen mag oder nennen will. Oh, wir können das Fenster ja hier öffnen. Ach, wir hätten ja richtig ganz nach oben auch gehen können. Ist das Emily da drin? Das weiß ich nicht. Haben wir Brunnenwasser? Es ist ein Mädchen auf jeden Fall, was da hockt. Und da haben wir aber noch eine Rune. Aber erstmal werden wir uns hier alles mitnehmen, was wir tragen können. Wir wollen ja die Sachen hier nicht verpassen. Wir hätten die ja auch quasi alles links liegen lassen können. Aber wir nehmen das Geld. Wir brauchen das Geld auf jeden Fall. So, gibt es hier noch irgendwo ein Buch? Nein, ich sehe keins. Dann gehen wir hier weiter mal. Machen wir mal die Fenster auf. Ist das ein Wasserspeier? Ja, es ist tatsächlich. Da sehen wir noch auf jeden Fall das. Ich mag das Geräusch nicht. Und dann schauen wir das Schlüsselloch. Das haben die aber gewitzt gemacht. Wir sehen einfach nicht, wer das ist. Es ist ein Mädchen, aber wir wissen nicht, was für ein Mädchen. Es könnte sich da um jeden handeln. Aber bevor wir uns damit beschäftigen, werden wir natürlich hier dieses Häuschen hier mal auf den Kopf stellen. Um uns sicher zu gehen, dass wir hier alles mitgenommen haben. Und dann zu guter Letzt werden wir natürlich uns um Emily kümmern. Ja. Aber das hat eben ein bisschen Zeit, hat das ja. In der Zeit stopfen wir uns hier nochmal voll mit Zeug. Okay. Ist zu, hier ist offen. Gehen wir hier wieder durch und schauen uns mal um, wie viele Wachen jetzt hier eigentlich noch drin sind. Ja doch, da sind noch welche. Oh, ich weiß nicht, wie ich mit denen umgehen soll. Ich weiß auch jetzt nicht, wie durchsichtig diese Fenster sind oder nicht. Hier haben wir auf jeden Fall noch ein Büchchen. Tochter von Tyvia. Auszug aus einem Bühnenstück. Junge Lady Amelia im Garten hinter dem Haus. Herzogin, ich kenne die Welt hinter den Mauern dieses Gartens nicht, aber verwechseln Sie meine Unerfahrenheit nicht mit Angst oder mangelndem Verlangen. Wenn ich sie gemieden habe, dann wegen der Warnungen, die ihren Namen innewohnt. Herzogin Kali, eine Rose zu sich ziehend und den Geruch einatmend. Und welche Warnung ist das, meine liebe Amelia? Die junge Lady Amelia mit dem Rücken zur Herzogin. Ich glaube, Sie wissen, was ich meine. Die Geschichte Ihres Vaters sind noch immer Gesprächsstoff in den Schankstuben, Herzogin Kali, nah an Amelia herantretend. Und finden Sie diese Geschichten aufregend? Sagen Sie es mir, Mädchen, ich bin eine Freundin. Die junge Lady Amelia zögernd. Herzogin Kali, ich... Ja, ich gebe zu, das finde ich. In meiner Jugend verbarg ich meine, ein Exemplar der Erzählungen von Prinz Kalisar. Ich las sie bis spät in die Nacht, Herzogin Kali Amelia ins Ohr flüsternd. Das tat ich auch. Die junge Lady Amelia, sich in ihre Umarmung zurücklehnt. Aber er war doch ihr Vater, Herzogin Kali Amelias Hand liebkosend. Das sind die Geschichten, Amelia, die die Fantasie anfachen, die junge Lady Amelia tief einatmet. Herzogin, können Sie mich zu küssen lehren? Herzogin Kali leise gurrend. Das kann ich, aber halten Sie nie jemand anderen geküsst? Aber haben Sie nie jemand anderen geküsst? Abiri, ein Rosengärtner, tritt stotternd hinter den Hecken hervor. Meine Ladies, ich schwöre Ihnen, ich wollte nicht herumspionieren. Geben Sie mir aber... vergeben Sie mir, aber ich stutze die Hecken und konnte nicht den richtigen Augenblick finden, um sie zu unterbrechen, Herzogin Kali eine Hand ausstreckend.
Wir vergeben ihn, aber zur Strafe befehle ich ihnen, zu bleiben und näher zu kommen. Die junge Lady Amelia geschockt, die Stirn vor Ärger gerunzelt. Aber er ist ein Diener, Herzogin. Herzogin Cardi Amelia und Abirinea an sich heranziehend. Und er wird uns dienen, junge Amelia. Oh Gott im Himmel. Und sowas muss ich hier vorlesen. Da muss ich nicht, aber mache ich einfach mal. Oh. Moment mal. Sind die beiden jetzt wieder auf ihrem Posten? Ja, der ist da nicht mehr, das weiß ich. Die sind auch noch in einer sich liebkosenden Umarmung. Der Typ ist stockbesoffen da hinten. Ivory Room. Der Irony Room wäre auch lustig. Der Ironieraum. Und hier ist die Harfe, von der gesprochen wurde. Hier hat irgendwer Harfe gespielt. Ich weiß nicht, ob wir das auch können. Wäre bestimmt lustig, wenn wir das können. Also die sind quasi abgelenkt. Mal mit, mein Freund. Du machst es dir hier wie die Prinzessin auf der Erbse bequem. Du hast heute dieses Zimmer für dich gebucht, mein Freund. Nur du. Nur du und ich. Das hört sich falsch an. Weil es falsch ist. Komm her. Nein. Das machen wir natürlich nicht. Aber wir schauen uns hier in Ruhe um. Please do not ask for credit. Ja. Und da ist der Audiograf. Und den wollten wir uns auf jeden Fall noch reinziehen. Musikspieler. Ach, das ist Musik. Oh, ist das nicht schön. Herrlich. Ich weiß, hier gibt es mehrere Möglichkeiten. Ich habe damals in Videos habe ich gesehen, der hat sie einfach immer hier einfach runtergeschmissen, die Leute. Gehen wir mal hier ein bisschen außen herum, aber hier gibt es, glaube ich, nichts mehr. Okay, wir können hier komplett drumherum schleichen. Vielleicht gibt es hier tatsächlich sogar doch noch etwas. Aber das werden wir so nicht erfahren. Da ist jetzt noch ein Wächter unterwegs. Wie viele gibt es denn von denen? Da unten müssen wir auch noch aufräumen. Also wir haben hier noch einiges zu tun. Eigentlich habe ich den doch gerade ausgeschaltet. Jetzt ist schon wieder eine neue Wache hier am Rumlaufen. Mist, der guckt doch hier nicht rein, oder? Du halt auch, Brutus. Lockt die Musik an, oder was? Na, dann machst du es ja auch bequem, mein Freund. Oh, ist das ein süßes Pärchen. Sind das auch Zwillinge? Ne, der hat ein Kinnbart, der hat keins. Also, die haben zumindest unterschiedliche Bärte. Naja, die werden sich freuen, wenn sie morgens aufwachen. Ich merke gerade, dass bei mir irgendwie die Dingens weggeht. Die Kraft. Schöne Musik. Spielen wir hier ein bisschen Harfe? Naja, das war's. Viel konnten wir scheinbar hier nicht spielen. Lag da Geld auf dem Tresen? Ne, nur Trauben und sowas. Das können die behalten, das brauchen wir nicht. Und da auch nichts. Und da geht's zum Rauchraum. Rauchraum. Steam Room. Da kann man dann bei Steam sich Sachen angucken. Und spielen oder so. Weiß ich nicht. Schade, dass die Typen hier nicht oben geblieben sind, die ich hier platziert habe. Ach, die rüttelt immer noch an ihnen herum. Ich wünschte, sie würde es nicht tun. Ach, da ist die Rune. Okay. Merune Dragon. Dagon. So, den
holen wir uns auch noch. Köpfchen runter. Rüber. Schauen wir uns hier um. So, Rune geschnappt. Stecken wir uns hier unterm Tisch? Hihihihi. Was können wir mit der Rune anfangen? Gar nichts. Beherrschung wäre das wahrscheinlich das nächste, was ich mache. Weil wir den Rest haben wir ja schon auf Stufe 2 gebracht, von daher. Und der andere Rest ist bis jetzt uninteressant. Die sind tot? Ne, die leben. Ne, die sind tot. Hat der die umgebracht? Die haben auf jeden Fall keinen Sichtradius. Vielleicht sind sie auch nur eingeschlafen. Das kann ja auch sein. Fast wäre runtergefallen. Das hätte ich jetzt nicht gewollt. Die sind tatsächlich bewusstlos. Aristokrat. Warum fällt mir das so schwer, das auszusprechen? Aristokrat. Okay, die haben es hinter sich. Ich hoffe, die schlafen jetzt ewig. Also, nicht ewig, ewig, aber ewig, ewig, eben. Das wäre vielleicht noch ein Versuch wert. Dafür brauche ich irgendein Glas. Wo habe ich ein Glas hier gesehen? Da draußen. Vielleicht kann ich die auch andersweitig ablenken. Hier ist eine Flasche. Komm, die können wir mitnehmen. Eine leere Flasche. Die mit der Reaktion eines nicht vorhandenen Menschen, also keine Ahnung, dass die so immer absolut auf gar nichts reagieren, das ist schon ein bisschen scheiße. Ganz ehrlich. Kannst du sonst was machen? Ich will da hoch. Und zwar so, dass mich niemand sieht. Weil die zwei Typen stehen da auch herum und... Keine Ahnung, was sie da machen. Warum kann ich da nicht hoch? Kein einziges Wort gesagt, aber er huscht herum wie der leibhaftige Outsider. Vielleicht hat ihn die Seuche verrückt gemacht. Glaub mir, nimm ihm die Maske ab. Du siehst alle beiden. Weißt du, was ich glaube? Er ist einer von Dauds Männern. Wir kämpfen auch so. Schatten. Wohl zu diesem Schauermärchen gelesen. Glaubst du, ich hab Angst? Zitterst wie ein kleines Mädchen. Geh und spring von der Kolben. Da ist eine Kurtisanendame. Wenn du die ganze Zeit da bleibst, ist gut. Wenn nicht, ist es ein bisschen doof, aber... Diese Sprünge sind auch nicht schlecht. Kann er... ganz schön weit springen. Gucken wir mal, wo der ist. Der steht da. Ich sehe ihn peripher besser, als wenn ich direkt auf ihn gucke. Was ist das denn für ein Rotz? So, dann schaffen wir ihn mal nach draußen, in der Hoffnung, dass hier niemand ist. Ja. So
viel dazu. Kupferdraht nehmen wir mit. Und was haben wir? Ein Rauchsalon. Der Rauchsalon. Wir erwarten heute die Pendleton-Zwillinge und das Fenster des Rauchsalons ist immer noch nicht repariert. Curtis wird diesen Raum wählen, also reparieren Sie es, Madame Prudence. Ja, wenn man etwas gemacht haben will, sollte man es selber machen. Das ist eine alte Devise. Sollte man sich, kann man sich dran halten, muss man nicht, kann man. Aber machen. Das ist der Rauchsalon. Hier müsste, hätte der andere sein müssen, glaube ich. Wir schnappen uns natürlich alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Ich glaube, der hatte wahrscheinlich sogar einen Beutel bei sich. Zigaretten. Zigarren, meine ich. Das bringt uns alles sehr schön viel Geld ein. Ja, die Szene hätten wir wahrscheinlich auch sehen können. Haben wir nicht. Und auch ihn hätten wir scheinbar in den Fluss versenken können. Und hier waren scheinbar irgendwie noch Wachen oder sowas. Weil es ist ja das ganze Geld, von denen hier noch rumliegt. Warum auch immer. So, aber nichtsdestotrotz konnten uns hier behutsam und glücklich umgucken. Behutsam und glücklich. Was ist denn das für eine Wortwahl? Egal. Was, ist das unter der Stufe oder was? Tatsächlich. Das muss man erstmal so hinkriegen, hä? Ne? Hier ist es flauschig, hier ist eine Harfe, hier ist ein Kissen zum Positionieren. Mister? Versucht er, die anzuschwätzen und traut sich nicht. Hier verbringe ich meine Zeit in ruhigen Nächten. Wunderschön, nicht wahr? Wie eine Stadt in einem Märchen. Sieht alles aus wie früher. Als hätte es die Seuche nie gegeben. Als lebte die Kaiserin noch immer. Man könnte fast vergessen, dass all das passiert ist. Ich habe vieles gesehen, was ich nicht vergessen kann. Liebling, für genug Geld lasse ich dich deinen eigenen Namen vergessen. Schauen wir uns die Szenerie nochmal an. Die hat eine Maske. Sie trägt die Maske vielleicht, um ihr Gesicht zu verbergen, weil es fürchterlich entstellt ist. Von Narben gezehrt. Oder so. Oder auch nicht. Muss ja nicht sein. Und hier ist der Golden Room. Den werden wir auch noch kurz besuchen. Da waren wir, glaube ich, auch noch nicht drin. Ich dachte eigentlich, dass die gute Emily sich hier aufhalten würde. Aber scheinbar tut sie das nicht. Manche liegt so viel Zeug herum. Beutel nehmen wir mit. 100. Krass. Hier weiter ist auch nichts. Hier könnte man von Balkon zu Balkon springen. Ich bin mir nicht sicher, ob man hier irgendwie hätte hoch können. So, das war das. So. Gut. Im nächsten, beim nächsten Mal werden wir uns dann das Erdgeschoss angucken von der Golden Cat. Und ja, je nachdem, wie gut es läuft, werden wir dann auch hoffentlich Emily befreien. Wenn nicht, dann erst in der übernächsten Folge. Aber das werdet ihr ja dann sehen. Danke fürs Zusehen. Bis dann. Bye, bye.